Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Ich habe sie ein bisschen umgestylt. Wie ihr seht, ich habe ihr jetzt ein bisschen verrückten Look gegeben mit dieser geilen Brille. Und die habe ich bei jedem Outfit, außer bei dem letzten Outfit. Ich glaube, das war Schwimmoutfit, weil das gab es sie nicht. Habe ich aber eine andere. Und den Hut habe ich einfach mal genommen, dass sie ein bisschen verrückt aussieht. Weil sie gerade ein bisschen verrückt ist. Und ich wollte ihr merken, wenn es anders hat, aber nicht geklappt, weil sie ist halt ein bisschen verrückt, weil sie eigentlich keine Kinder will. Ich probiere es dann irgendwann, dass sie sich hier umentscheidet. Dafür brauche ich ja diesen Lebenswunsch. Falsch gegangen. So hier. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie viel ich dafür brauche. Merkmal ändern. Gibt es überhaupt? Guter Küsser, fruchtbar. Stets willkommen, da bist du halt, darfst du überall rein, das ist halt auch geil. Dann hast du schon gelernt, aufs Töpfchen zu gehen, Anthony. Dann wird Mama dich nochmal füttern. Paar Erbsen. Und in der Zeit, wo er dann die Erbsen isst, kannst du auch was essen. Ich hoffe, wir haben noch was. Okay, ja, die Töpfchenfähigkeit erworben. Wer ja, bist du eigentlich, weil du bist ja schwanger? Zweites Trimester. Okay, ich werde mal vorspielen, weil das Töpfchen laut 100 Jahre habe ich ja bei einem anderen Zweck auch gemacht, weil wenn ich mehr Kinder habe zum Steuern, ist ja nicht so schlimm, aber bei einem Kind erst. Ich werde so ab, wenn ich so drei, vier Kinder oder so habe, dann werde ich das dann machen. Müsst ihr essen? Traurig, müde. Ah, ein Toni. Wir sind auch müde. Ne, Selina, bist du auch müde? Ach, die Kuhpflanze, die darf nicht sterben. Wir müssen sie füttern. Jetzt erstmal, wenn du fertig bist, darfst du Anthony in den Schlaf lesen. Habe ich es reinbekommen? Ne? Was denn jetzt? Gut, okay, so gut. Dann wirst du ihn in den Schlaf legen und darfst dann selber schlafen. Du bist jetzt eigentlich schon im dritten Trimester jetzt. 3 Stunden. Hast du, dann kannst du nicht mehr dauern. Auf jeden Fall müssen wir Mädchen bekommen. Oh, ich habe ihm so eine Frisur gegeben. Seht ihr diese Frisur? Wie süß. Ich habe bei sie umgestylt, auch eine neue Frisur. Und dann habe ich ihm auch eine neue Frisur gegeben. Ja, also weißt du, was passiert jetzt? Oh. Was hat das Kind eigentlich jetzt mal für ein Merkmal? Es wird gerne anhänglich. Achso, dann ist es halt ein bisschen schüchtern. 27 Tage bis zur Alterung. Leute, da hat gerade 3 Tage gestanden. Ich muss nochmal kurz auf die Option gehen. Weil, hä, warum hat er 3 Tage gestanden? Ist doch auf lang. Wahrscheinlich ist es verbuggt. Okay, jetzt schlafen erstmal beide. Gut. Ich finde das Haus eigentlich süß und bescheiden. Wenn ich mal ehrlich bin. Ja, geh aufs Klo. Oh, die Entbindung ist wann noch immer. Nein, nicht Blasenversagen. Da muss aber durchgehen auf jeden Fall. Ist dann erstmal was Scheiße, das Essen ist leer. Was für ein Schrott ist jetzt passiert? Wirst du denn erstmal duschen gehen? Nach dem Duschen gehst du mal was kochen. Was gab's letztes Mal? Was haben wir letztes Mal gemacht? Was? Grillkäse, ne?
Aha, Mac and Cheese in einer Familiengröße. Das erst duschen sollen. Okay, warte, nimm halt mal eine nachdenkliche Dusche, dass du gut schreiben kannst. Ich glaube, wir müssen nochmal ins Spiegel schreiben, ne? Was machst du hier, Mac and Cheese? Habe ich Mac and Cheese geklitzt? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Kochen sie eigentlich immer sehr interessant aus. Das werde ich wegstellen. Das kannst du danach essen. Und danach darfst du dann erst nochmal kurz an einem Buch schreiben. Irgendwie sollte das Buch eigentlich schon fertig sein. Aber okay, komm, wir lassen es einfach nochmal weiterschreiben. Das Durchschnitt ist gerade langweilig, weil da seht ihr ja nichts. Hopselina. Okay, Selina. Alles gut? Ja. Ihr seht ja, wie verrückt sie gekleidet ist. Hast du eigentlich wieder Hunger? Du hier? Oh, leider hat es uns Beginn nicht viel geholfen. Du schläfst noch ein bisschen, Anthony. Du kannst, glaube ich, nicht allein gehen. Oh, ich finde das immer so dumm. Weil du musst es denen immer erst beibringen und das dauert so 100 Jahre oder so. Wie ist eigentlich Mac and Cheese geworden? Normal, für Vegetarier geeignet. Ich weiß nicht, warum hier hin ist das Lama. Hier? Nein. Also, ich habe mich ja woanders platziert. Wir könnten mal probieren, diese. Die haben Welt zu kommen, ich bin gerade unsicher, wir dürfen nicht gehalten werden, sonst kommt ein Babysitter, ne? Wir dürfen hier rumlaufen und hier so Sachen suchen und so. Aber wir dürfen nicht reisen. Außer zum Krankenhaus, aber ich kann ja. Also, außer zum Krankenhaus. Weil sie ist halt schon wieder müde. Das heißt, sie kann wahrscheinlich doch nichts machen. Sie geht nur aus und dann geht sie auch schon wieder. Dann bringt sie ihm erstmal kurz schnell bei aufs Töpfchen zu gehen, weil er aufs Töpfchen muss. Und wenn sie ihm das beigebracht hat, dann gibt sie ihm Essen. Fünf Hände gegeben. Hähnchen-Nuggets. Weil Töpfchen bringen dauert wieder 100 Jahre. Ah, dann gibt dann so erstmal Essen. Okay, erst Töpfchen, dann Essen. So jetzt auch, ist mir egal. Ich kriege dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie wäre es mit einer Verabredung zum Mittagessen im Biamino? Nee, sorry, wir haben hier einen Sohn. Wir haben hier einen Sohn. Ich bin schwanger, das geht gar nicht. Oh, wie lange dauert es dann noch? Weil er muss ja noch essen. Dann muss ich ihn ja noch rauslassen. Weil er kann ja da drin nicht vergammeln. Ja, er kann natürlich alleine aufs Töpfchen gehen immer. Hey, was hast du für einen Wunsch? Das würden wir anblumen. Anthony Essen geben. Ja, weil Käsecracker jetzt. Auf jeden Fall nicht sterben. Habe ich eine gute Idee, dann geh in der Zeit nochmal aufs Klo.
Kannst du ihn rauslassen, wenn du fertig bist mit dem Unmord? Kannst du denn das machen? Oh, scheißegal, geh schlafen. Geh schlafen, okay? Geh einfach schlafen. Du kannst dich allein probieren, mal schlafen zu legen. Ist mir scheißegal, ob du jetzt dreckig bist. Du musst schlafen gehen. Seid beide so müde. Ein bisschen Schlaf braucht sie noch und dann darf das Baby gern kommen. Eine Verabredung? Nein! Ja, du hast Hunger, was soll? Wir sind gerade übermüdet. Nein, unsere Kuhpflanze ist tot. Ernst? Dann geh duschen. Dann kannst du noch mal was essen. Dann mal ein bisschen Fernsehen. Und das alles ein bisschen schneller. Oh, vielleicht kommt ja ein Kind jetzt noch, hoffe ich mal. In der Folge. Die Folge wird auf jeden Fall ein stressiger Tag heißen. Okay, Anthony, was machst du? Ich bin mit dem Wollglöckchen. Die Wehen haben eingesetzt. Hopf, geh weg. Was muss jetzt hingestellt? Es geht jetzt ja eigentlich, wir müssen jetzt was holen, weil es geht ja nicht anders, wenn sie ein Kind bekommt. Ich meine, es ist nur kurz, wenn sie ihr Kind bekommt, weil es geht nicht anders, wenn sie ihr Kind bekommt. Das ist ja nicht meine Schuld, aber sorry. Das ist jetzt eine Ausnahme, weil... Oh, es ist ein Mädchen. Und wenn es ein Mädchen ist... Also, jetzt kommt ein Mädchen mit A. Und ich habe mir überlegt, ich nenne sie... Amelie. Amelie. Ja. Yeah. Ich musste ihn kurz zur Tagespflege schicken, sorry, aber... Ich kann ja nichts dafür. Ich muss kurz Amelie umstellen. Ich kann ja nichts dafür, wenn das so ein bisschen dumm gemacht ist. Aber okay, weil anders ging es ging nicht. Kannst du mal an der Brust füttern, anrühren und reden. Warum bist du wütend? Ungewolltes Kind, Geschwisterkind. Ah, du bist aber fies. Hallo, die Amelie ist voll süß. Kannst du mal ein bisschen da stapeln? Und wenn die Mama fertig ist, darf sie erstmal aufs Klo gehen und hilft dir dann. Dann gibt sie dir nachher Tierkekse.
Ja, und dann, Leute, ich weiß nicht, die Folge geht, glaube ich, nur eine Viertelstunde oder so, aber trotzdem, bis zum nächsten Mal, Leute. Unsere Kuhpflanze ist gestorben. Und die Folge wird wahrscheinlich heißen, ein stressiger Tag. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.